Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, diese armen Villager da aus dem Wasser zu holen? Hier ist keine Stiege. Ach ja, die gibt's ja einfach mit dieser ausfahrbaren Stiege hier. Jetzt müssen sie nur mehr intelligent genug sein, da hochzukommen. Komm schon! Sollen sie im Wasser bleiben? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute diese ganz komplett versteckte Treppe zeigen. Ihr müsst hier nur auf diesen Knopf drücken, dann fährt sich eine Treppe aus und man kann gemütlich hochgehen. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich dir jetzt. So, und die Funktionalität ist recht einfach. Wir haben hier mal einfach ein Treppen hier. Ich schließe das Ganze jetzt mal und damit die Treppen sozusagen nicht so aussehen, machen wir eine zweite Treppe hin. Und damit dreht sich das Ganze um und das ist versteckt. Und nun können wir das Ganze einfach mit Pistons nach außen schieben. Ja, und für eine Stufe braucht ihr somit zwei solche Treppen und eine Piston. Und ich würde sagen, wir bauen das gleich. So, und ich baue jetzt hier mal gleich eine Wand her. Das heißt, wir wollen hier jetzt mal unsere Stiege ganz normal haben. Sagen wir mal, das ist die Wand hier. Sage ich jetzt nur mal so. Das heißt, wir bauen hier unsere Stiege zuerst hoch. So. Und jetzt können wir gleich das Ganze mit Pistons ausstatten, dass diese jetzt mal eingefahren werden können. Natürlich dann mit Hilfsbrücken, dann nicht mit solchen. So, und oben natürlich dann nochmal dasselbe. So, und jetzt haben wir eigentlich die Treppe schon mal soweit fertig. Das Ganze müssen wir jetzt gleich noch mit Redstone verbinden. Und jetzt sieht das alles natürlich noch recht unschick aus, weil wir hier ja die Treppe noch sehen. Und das wollen wir ja nicht. Moment, hier habe ich jetzt keine Treppe. Und aus diesem Grund machen wir jetzt das Ganze hier unterm Baum zu und stellen hier jeweils dann darauf wieder eine weitere Treppe. Und jetzt ist das Ganze komplett versteckt. Jetzt können wir das ausfahren, gemütlich hochgehen oder natürlich auch das Ganze eingefahren lassen. So. Ja, funktioniert ganz gut. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und falls es dir gefallen hat, dann lass doch bitte ein Abo da, aktiviere die Glocke. Natürlich würde ich mich auch über einen Like oder einen Kommi freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!